oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One-Up-A-Day-Folge. Zeitpunkt der Aufnahme Mittwoch, der 1. Februar, 20.45 Uhr. Und das ist auch noch die App, ja, oder die Folge für halt den 1. Februar. Die Rede ist von einer iOS-App, die es aber auch, soweit ich ja weiß, jedenfalls auch auf jeden Fall für Android gibt, nämlich von, die Rede ist von Opera Free VPN, unbegrenzter Adblocker VPN von ja, Opera Software, den Leuten, die auch Opera Mini Opera, Opera Coast und so weiter machen. Universal App, Gratis App, Versionsnummer 1.1.4 ist die aktuelle Versionsnummer, 40,8 MB ist die Größe der App. Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer, hat bei 748 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese die Beschreibung vor. Opera VPN oder VPN blockiert Werbung und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren virtuellen Standort zu ändern. Schalten Sie gesperrte Inhalte frei und halten Sie Ad-Tracker davon ab, Ihr Surfverhalten zu protokollieren. Komplett gratis. Mit Opera VPN erhalten Sie einen der schnellsten und zuverlässigsten VPN-Dienste. Freien Zugang von 5 wählbaren virtuellen Standorten aus. Weitere bald verfügbar. Einen integrierten Adblocker für Safari, Chrome und weitere Apps. Einen eingebauten Tracker-Blocker, um Ihre Privatsphäre noch besser zu schützen. Opera VPN. Da kam eben ein Husten, aber da musste ich mal eben auf Pause machen. Eine Opera VPN ist eine der besten und schnellsten Methoden, um Zugang zu Ihren Lieblingsinhalten im Netz zu erhalten. Komplett kostenlos. Superschnelle VPN. Server und weitere Premium-Features erhalten Sie komplett gratis. Opera VPN ist die smarte Lösung für Sie. Opera VPN oder VPN. Ich muss mich mal auf eine Ausdrucksweise einigen mit mir selber. Enthält kostenlose Werbe- und Tracker-Blocker. Blockieren Sie lästige Werbung. Sparen Sie Zeit, schonen Sie Ihren Akku und Ihre Nerven. Schützen Sie sich vor lästigen Websites, die jeden Ihrer Schritte und Aktivitäten im Netz überwachen wollen. Opera VPN wird zur Verfügung gestellt von Surf Easy Inc., einem Unternehmen der Opera-Gruppe. Opera steht seit über 20 Jahren für innovative Web-Technologie und wird weltweit von 350 Millionen Menschen genutzt. Die Performance, die Sie brauchen, von Menschen, denen Sie vertrauen können, holen Sie sich noch heute Opera Free VPN unbegrenzte Adblocker VPN Support. Nein, Support natürlich nicht. Doch, Support gibt es auch, aber das, da habe ich Support vorgelesen, obwohl ich Support gar nicht vorlesen wollte, weil das gar nicht mehr zur Beschreibung gehörte. Ich habe die App erst einmal genutzt, zweimal genutzt. Ich glaube, das war, als bei YouTube irgendein Video und sich nur, ja, nur in den Staaten abspielen ließ. Im Prinzip, dafür bietet sich natürlich so ein VPN an. Da ich zum Beispiel irgendwie Netflix oder sowas nicht gucke, sondern nur Prime Video, kam ich dann noch nie in die Verlegenheit, irgendwie einen VPN-Dienst nutzen zu müssen. Dass Werbung geblockt wird, kann ja nie schaden und Tracker geblockt werden kann eigentlich auch nie schaden. Das Logo ist ein Wikingerhelm, das sieht ganz nett aus. Ich würde jetzt einfach mal so aus persönlicher Sicht sagen, Opera vertraue ich. Man muss natürlich wissen, klar, das geht dann über deren Server, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle, wie ein VPN-Dienst funktioniert. Also wie gesagt, ich würde denen jetzt grundsätzlich erstmal vertrauen. Vielleicht auch noch mehr, dass man zum Beispiel so Opera VPN nutzt, wenn man irgendwie in einem öffentlichen WLAN ist, da soll man ja sowieso ein VPN nutzen. Oder zum Beispiel, man kann ja auch sich mit der Fritzbox dann verbinden und das so nutzen. Aber die App ist gratis, die Geschwindigkeit ist vollkommen in Ordnung. YouTube-Videos lassen sich auch abspielen. Und da gibt es also aus meiner Sicht, der sich in dieser Materie jedenfalls nicht wirklich auskennt, rein gar nicht zu meckern eigentlich. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag
oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatalk.